Legen wir direkt los. Nochmal herzlich willkommen, Herr Budko Homburg. Ja, Sie haben eben gesagt, wir müssen ja noch mal ein Wort verlieren über den Vortrag eben vom Cem Karakaya. Also haben Sie sich auch ertappt gefühlt? Ich höre den Vortrag von Cem Karakaya sehr, sehr gerne. Und jedes Mal, wenn denkt ich... Denkt man, es hilft, ich höre es zwar, aber jedes Mal würde ich mir tippen. Ja, ja, ich habe auch gerade schon wieder auf mein Handy geguckt, ich habe es auch schon wieder ausgeschaltet. Ich habe alles befolgt, was Cem mir schon seit Jahren empfiehlt. Das ist schon krass, wie wunderbar naiv wir durchs Leben gehen in allen Bereichen. Das ist, wir versuchen trotzdem noch heute einigermaßen durch den Tag zu kommen. Jetzt ist es ja so, dass man denkt, Cyberkriminalität, das hat im ersten Moment gar nichts mit Handwerksbetrieben zu tun. Warum doch? Cem Karakaya sagt es gerade auch und wir sehen es aus mittlerweile. Ich habe noch mal gestern nachgeguckt, ich habe jetzt mittlerweile in 6 Jahren den 103. Schadensfall reguliert und wir kommen mittlerweile auf knapp 5,5 Millionen Euro Schadensregulierung. Und es ist völlig egal, ob es ein Handwerksbetrieb ist, es ist auch völlig egal, ob es ein Industriebetrieb ist, es ist egal, ob es ein Unternehmensberater, der Arzt ist, denn das Problem ist letztendlich, ich begebe mich in eine Gefahrenzone. Ich will das ganz gerne mit dem Straßenverkehr mal vergleichen. Wer ist der Gefährdete im Straßenverkehr? Ist der Gefährdete im Straßenverkehr der Radfahrer? Ist der Gefährdete im Straßenverkehr der Polizist, der im Einsatz ist? Ist es nicht sogar auch der Autofahrer oder ist es der Bauarbeiter? Es sind grundsätzlich alle, die sich im Straßenverkehr begeben, sind gefährdet. Alle, die sich also dementsprechend im Internet, online, offline bewegen, die sind alle grundsätzlich gefährdet. Also ist jeder Handwerksbetrieb gefährdet, weil er sich ja letztendlich auch mit mir als Versicherer beschäftigen muss. Er muss sich mit dem Industrieunternehmen beschäftigen. Und da kann es ja auch sein, dass das Industrieunternehmen schon gehackt wurde und letztendlich für den Handwerksbetrieb auch eine Gefahr darstellt. Also ein bisschen was, ich erinnere mich, ging ja so vor 1-2 Jahren durch die Medien. Da ging es ja darum, dass Daten quasi, auf einmal hatten die Unternehmen keinen Zugriff mehr auf die Daten, dass die verschlüsselt waren. Das ist ja das, was so ein bisschen durchgeschwappt ist, dass man dann Geld zahlen musste, um die wieder freizubekommen. Ja. Das ist, glaube ich, so das bekannteste Beispiel aus den letzten 1, 2, 3 Jahren. Ja, wir haben jetzt ein Jahr lang einen Ransomware-Schaden begleitet. Und nach einem Jahr hat der Geschädigte jetzt einfach noch auch mal als Industrieunternehmen gewesen, wo auch sehr viele Handwerksunternehmen dran angeschlossen waren. Er hat nach einem Jahr danach berichtet, es ist alles in Ordnung. Der Schaden hat für sich selbst gesehen knapp 1 Million gekostet. Und nach einem Jahr sagt er nach wie vor, ich habe Reputationsschäden. Ein Reputationsschaden ist ein ganz großes Problem. Denn mit diesem Industrieunternehmen möchten viele Unternehmen erstmal gar nicht zusammenarbeiten mehr. Die fragen erst mittlerweile nach, ist deine Mail, die von dir gekommen ist, wirklich von dir gekommen? Und das nächste Problem, was auch für jeden Handwerksbetrieb, jegliche Art von Betrieb ist, wir kennen das auch beispielsweise aus Großbäckereien, ist, kommen meine Kunden denn eigentlich auch alle wieder zu mir zurück? Jetzt können wir gleich ein bisschen näher auf die Software drauf eingehen. Vielleicht erst nochmal die Frage, du sagst, es kann jeden Betrieb treffen. Ja. Ich bin jetzt zum Du gekommen. Ja. Reinhard, passt? Reinhard. Robert. Jetzt habe ich schon mal wieder persönliche Daten von dir. Ich überlege gerade, ob ich das Handy offline schalten soll, aber ich lasse es jetzt einfach online. Was glaubst du, welche Art von Betrieben sind denn besonders gefährdet? Du sagst, es kann jeden treffen, aber gibt es da einen Bereich, wo du sagst, hier müssen wir besonders aufpassen? Wenn du mich jetzt so direkt fragst, es sind grundsätzlich alle Betriebe betroffen. Aber wenn du mich jetzt so direkt fragst, sage ich mal, dann sind die Betriebe betroffen, die sich dieser Gefahr nicht bewusst sind, dass es Cyberkriminalität gibt. Ich will das mal ein ganz Menschenverstand. Cem sprach eben über das Thema Menschenverstand. Wenn ich jetzt den Menschenverstand beim Versicherer einschalte, so ist uns alle klar, dass das Thema Feuer, ein Feuerschaden ist nach wie vor die größte Gefahr für uns alle. Die Cyberkriminalität hat das Thema Naturgewalten abgelöst. Und wir erinnern jetzt mal ein Jahr nach dem Ahrtal, was Naturgewalten darstellen. Also wenn ich jetzt weiß, dass Cyberkriminalität noch ein viel größeres Schadenpotenzial darstellt, so müssen wir mal langsam aufwachen und uns nicht mehr die Situation verschließen, es gibt keine Cyberkriminalität, sondern sie gibt es. Und wenn ich jetzt sage, die betroffenen oder gefährdeten Unternehmen sind diejenigen, die immer noch sagen, mich kann es nicht treffen, dann sind das für mich die Unternehmen, wie Cem es auch sagte oder wie auch der FBI-Chef von früher mal sagte, es ist nicht eine Frage,
ob ich getroffen werde, sondern wann ich getroffen werde. Und das sind die gefährdeten Unternehmen insbesondere. Und wie genau, ich habe das ja selber auch erlebt vor ein paar Jahren, als ich bei einem Sender gearbeitet habe in Frankfurt, dass wir von heute auf morgen nicht mehr auf unsere Daten zugreifen konnten. Da war mir die Dimension noch gar nicht bewusst, in welchem Serienausmaß das stattfindet. Wie genau, kannst du nochmal die Software beschreiben, wie genau gehen die Erpresser vor? Also letztendlich ist es so, es ist ja nicht, wir müssen nicht glauben, dass irgendwo ein Nerd im Keller sitzt und versucht, Dr. Oetker zu hacken oder einen Handwerksbetrieb jetzt gerade stillzulegen. Es ist einerseits ist es so, dass wir jeden Tag millionenfach Mails durch die Gegend geschickt werden und die letztendlich meinen Server erreichen können. Und wenn ich jetzt sage, ich habe 99% Sicherheit und es gehen dann trotzdem noch 500 Spam-Mails bei mir durch, dann ist es letztendlich so, dass das Problem einfach da ist. Das heißt, der Schaden tritt eigentlich in jedem Augenblick auf. Wenn ich dann weiß, was das größte Problem ist, sind nach wie vor wir User, die 30 Zentimeter vor dem Bildschirm sitzen. Wir klicken auf diese eine falsche Mail und letztendlich ist dann alles schwarz. Und die Ransomware ist letztendlich für uns alle das bekannteste, Emoted insbesondere. Emoted ist ja so gemein, dass Emoted beispielhaft, vielleicht das haben alle auch gehört, wir haben es auch gerade gelesen, Emoted war ein Jahr lang tot gewesen und vor 2 Monaten ist Emoted wieder aufgetaucht. Das ist eine bestimmte Software, ein bestimmtes Programm? Das ist eine ganz fiese Schadsoftware, ist das, die einfach von heute auf morgen den Rechner kalt stellen. Letztes Jahr erlebt, ich gehe montags morgens in ein Unternehmen, 8 Uhr rein, ein großer Holzhandwerksbetrieb, der Fenster baut, morgens 8 Uhr, der Laden war still, 14 Tage lang stillgelegt, was war passiert? Und das fand ich auch das Interessante dabei, weil wir es auch geschrieben haben, gerade in der Animation. Es ist nicht der Mitarbeiter das Problem, es ist das Unternehmen an sich das Problem. Und es ist, finde ich, kommen wir auch wahrscheinlich auch gleich nochmal zu, es ist für mich eine Verantwortung der Geschäftsleitung, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sicher zu arbeiten. Das ist für mich das Problem. Und wenn ich diesen schwarzen Bildschirm vor mir habe, wissen die meisten ja auch gar nicht, wie soll ich mit der Thematik umgehen. Rufe ich den Chem an, der ist besetzt, weil er im Vortrag ist. Rufe ich meinen IT-Dienstleister an, ja, ist ja sonntags morgens 9 Uhr. Aber ich habe mal kurz meine Buchführung gemacht, da geht mein IT-Dienstleister auch nicht dran. Was mache ich in dem Fall? Emoted ist als Schadsoftware für uns als Versicherer das bekannteste, größte Problem. Es wird mittlerweile von anderen großen Problemen abgelöst in der Schadsoftware. Aber das ist unser tatsächliches Problem. Und jetzt gehen wir noch mal konkret rein, Reinhard. Ich höre das jetzt als Handwerksunternehmen und denke mir, naja, ganz ehrlich, ich sitze hier irgendwo, was weiß ich wo, in welcher Region in Deutschland, da wird niemals, kommt doch die Software auf meinen kleinen Rechner hier im Unternehmen oder wie auch immer. Wie funktioniert das konkret? Ja, wie kommt sie auf meinen Rechner? Erst einmal, ich hatte es gerade gesagt, ich begebe mich in eine Art von Verkehr. Das heißt, ich bin ständig irgendwo online. Das heißt, ständig schwirren irgendwo diese Schadmails durch die Gegend und die haben nicht unbedingt einen Adressaten gefunden, sondern sie schwirren einfach durch die Gegend. Wenn ich jetzt hier durch die Gegend laufe und es ist ja hinten jemand daher im blauen Sakko mit Corona gerade und ich laufe an ihm unglücklicherweise vorbei, erwische ich auch sein Virus. Das heißt, trifft es mich zufällig. Das ist für uns nach wie vor 90% aller Schäden Zufallstreffer. Wenn wir jetzt über die anderen Treffer reden, dann sind das die, die uns nicht betreffen. Das sind kritische Infrastrukturunternehmen, Bund, Länder, Kommunen, große Unternehmen. Aber über die reden wir nicht. Wir reden über den Handwerksbetrieb. Der ist es egal, ob er in Markt Redwitz an der Ostgrenze sitzt oder bei uns oben in Osnabrück an der holländischen Grenze sitzt. Es ist ein weltweites Netz, wo Millionen von Spam-Mails die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Und wenn ich auf das Ding falsch drauf drücke, weil ich mir überhaupt keine Gedanken dazu mache, als Handwerker, der vielleicht auch noch gestresst ist, weil er jetzt einen 10-Stunden-Job hinter sich hatte und noch 2 Angebote schreiben muss und mal wieder draufklickt, dann ist das Ding auf meinem Rechner drauf. Die entscheidende Frage, wo sollte ich denn als Handwerker beim Schutz ansetzen? Das würde ja jetzt heißen, na gut, dann lasse ich das mit der Digitalisierung doch und mache alles per Hand und geh offline. Nein. Ist das der richtige Ansatz? Nein, Digitalisierung brauchen wir ja. Es bringt uns ja weiter. Es ist ja nicht so, dass es langweilig ist oder uns stört oder den ganzen Tag nur schädigt. Also ich glaube schon, dass Digitalisierung ganz wichtig ist, weil wir erleben Digitalisierung nicht nur im Handwerksbetriebbereich. Wir werden zukünftig die Digitalisierung in Rechtswissenschaft, Legal Tech werden wir kennenlernen. Wir brauchen Digitalisierung, um auch dem Fachkräftemangel stark entgegenzuwirken. Wir brauchen unsere Maschinen, die digitalisiert arbeiten,
weil ich letztendlich, ich habe nicht mehr die Leute, die jungen Leute, die sich Lust haben, die Hände dreckig zu machen. Also brauche ich irgendwo Computer, ich brauche Systeme, die mir die Arbeit abnehmen. Ich brauche sie alleine, um mich mit dem Finanzamt auszutauschen, brauche ich ja Digitalisierung. Digitalisierung ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich mich nicht darüber mir im Klaren bin, wo das Problem tatsächlich ist. Wir wissen alle, wenn wir aus dem Haus gehen, dass wir die Tür abzuschließen haben. Wir wissen alle, wenn wir in Urlaub fahren, dass wir die Fenster zuzumachen haben. Und wir wissen, glaube ich, auch alle, wenn ich im Auto sitze, dass wir uns anzuschnallen haben, um, wenn ich einen Unfall habe, dass der Schaden nicht zu groß wird. Das Problem, was ich nach wie vor sehe, ist, dass wir uns alle, ich könnte glauben, 40% aller, die hier sitzen, haben sich oder die herumlaufen, haben sich mit der Thematik noch nicht beschäftigt, dass es mich treffen kann. Es ist zurzeit aber nur Zufall gewesen, dass es mich noch nicht getroffen hat. Und da fängt für mich eigentlich das Bewusstsein an oder auch die Thematik mit der Sicherheit. Die Sicherheit fängt an, dass ich mir erstmal bewusst werde, dass Cyberkriminalität genauso einen Schaden darstellt wie der Unfall mit dem Kfz, der Unfall mit dem Feuer, dass ich einen Haftpflichtschaden habe, weil ich mit einer Leitung eine Leitung kaputt gebohrt habe, dessen bin ich mir auch bewusst. Also ich muss mir jetzt endlich mal anfangen, mir bewusst zu sein, dass Digitalisierung nicht das Problem ist, sondern dass Digitalisierung auch Schäden sind in Griff zu bekommen. Nur muss ich da langsam mal mit anfangen, mir da Gedanken zu machen. Du hast ja eben gesagt, das Problem sind nicht die Mitarbeiter, sondern das Unternehmen. Aber ja, müssen wir doch auf die Mitarbeiter gehen, denn deren Rolle spielt ja eine ganz entscheidende Rolle, kommt auf das Wissen drauf an und auf deren Verhalten, weil da passieren ja die Fehler. Ja, nach unseren neuesten und jüngsten Zahlen sind knapp mittlerweile 88% aller Schäden sind der falsche Klick auf die Tastatur gewesen. Das heißt, der Mitarbeiter, aus welchen Gründen auch immer, und es gibt ganz pragmatische Gründe, ich will mal ein ganz interessantes Beispiel erzählen. Wir kennen uns, glaube ich, alle letztes Jahr im August erinnern, hatten wir 4, 5 heiße, sehr heiße Tage. Und wenn ich einfach drüber nachdenke, wenn wir alle bei 35 Grad Außentemperatur arbeiten, dann kriegen wir das den ersten Tag alle noch sehr gut geregelt. Am zweiten Tag werden wir alle schon nervöser und es passiert etwas drumherum noch. Die Gebäude heizen sich auf. Spätestens am dritten Tag ist das Arbeiten bei 35 Grad sehr schwierig. Und wir stellten auf einmal ab 14 Uhr am dritten Tag eine erhöhte Angriffstätigkeit fest und auch eine erhöhte Schadenshäufigkeit. Was bedeutet das? Das Problem sind also wir, die User, die vor den Rechnern sitzen. Der Chef, der Mitarbeiter, alle, die rumlaufen. Das heißt, wenn ich solche Probleme sehe, ich kann ja nicht sagen, ich höre um 14 Uhr auf zu arbeiten. Dann fange ich eben halt morgens an, um 6 Uhr zu arbeiten, höre vielleicht um 12 Uhr auf und fange wieder abends um 18 Uhr an. Ich muss mich der Situation einfach mal stellen. Heißt aber auch, das, was Shem gerade ja gezeigt hat, ich muss mir auch die Situation mal stellen, gehe ich überall ins Internet rein und zeige jedem, was ich tue und mache. Erzähle ich, wenn ich am Flughafen bin, hey, ich bin jetzt 3 Wochen in die Türkei, nach Ankara, nach Antalya geflogen, ne, um Shem zu besuchen. Ja, wissen alle, 3 Wochen lang ist mein Haus zu Hause leer, jetzt kann ich da tun lassen, was ich will. Ich muss einfach den Umgang im Internet lernen. Heißt für mich als Chef aber auch, ich habe die Verantwortung. Ich habe die Verantwortung, meinen Mitarbeitern diese Schulungsmaßnahmen, diese Trainings anzubieten und sie auch durchzuführen. Aber jetzt spielen wir mal durch, es ist soweit gekommen, ich werde jetzt erpresst, die Software ist bei mir auf dem Rechner oder die Hardware und dann geht es ja so, in der Regel vonstatten, es wird eine Summe gefordert. Kannst du mal was dazu sagen, wie hoch die in der Regel ist? Ist es eine hohe Summe, ist es eine niedrige Summe? Und jetzt kommt der Fall. Was soll ich machen? Muss ich die bezahlen? Und was hat das für eine Folge, wenn ich die bezahle? Ja, ich erfordere bei dir erstmal, dass du mir das Ransom ist nichts anderes als englisch übersetzt Lösegeld. Ich fordere von dir ein Lösegeld. Bitte zahl mir mal 15 Stück Bitcoin. Erstes Problem ist, du musst das Geld erstmal haben. Und das zweite Problem ist, du musst diese 15 Bitcoins erstmal kriegen, um es bezahlen zu können. So, was bedeutet das? Du hast dieses Lösegeld zu zahlen. Und jetzt denken wir alle, wir zahlen einfach mal so Lösegeld. Obacht, seit dem 11. September hat sich in Deutschland ein bisschen was getan. Ich kann nicht einfach so Lösegeld zahlen. Da gibt es das Strafgesetzbuch 89 Paragraf und den 129 fortfolgende, dass Lösegeldzahlung eine Finanzierung einer Straftat ist. Ich kann nicht einfach Lösegeld zahlen. Heißt mit anderen Worten also, ich muss Lösegeld zahlen.
weil ich meine Systeme ans Laufen haben will, also muss ich mich vorher geoutet haben. Ich muss nämlich hingehen nach der DSGVO innerhalb von 72 Stunden den Landesdatenschutzbeauftragten zu informieren. Ich muss die Polizei dementsprechend informieren, weil ich das Lösegeld ja zahlen will. Und jetzt soll ich irgendwie 250.000 Euro Lösegeld zahlen. Ja, ich bin jetzt sogar auch noch ein Handwerksbetrieb, der keine GmbH als Mantel hat, sondern vielleicht eine OAG oder einfach nur ein Einzelkaufmann. Ja, eine GmbH kann ich ja vielleicht noch abschließen, aber eine Personengesellschaft in Form eines Einzelkaufmanns OAG, da mache ich eine Privatinsolvenz, lege ich da mal locker hin und dann hafte ich erstmal mit meinem privaten Vermögen. Also ist doch die Frage zu stellen, wie zahle ich dieses Lösegeld? Einerseits muss ich mich an Richtlinien halten, die Gesetzgebung, andererseits muss ich es zahlen können. Die Kryptos müssen da sein und andererseits muss ich das Geld auch haben, um es zahlen zu können. Ne? Das ist das eine Problem mit dem, wie kriege ich die Kohle, wie gehe ich dann vor? Du hast eben schon die Polizei angesprochen. Ja. Gibt es jetzt Experten, die empfehlen dann, ich soll mir die Screenshots machen, die Endung fotografieren, dann idealerweise zur Polizei gehen. Und dann passiert was? Ja, wenn ich, hört sich sehr banal an, es ist aber einfach so, wenn dieses Thema aufploppt, dass ich einen schwarzen Bildschirm habe, da sagen wir ganz einfach erstmal Ruhe bewahren. Einfach mal Ruhe bewahren. Dann nehme ich mir meinen Notfallplan, heißt also, ich habe einen Notfallplan, weil was machen Sie, wenn Sie ein Feuer haben, haben Sie auch einen Notfallplan? Sie rufen nämlich die Feuerwehr an. Warum habe ich das nicht beim Cyberschaden auch? Aber Ruhe bewahren, ehrlich gesagt, ist für uns die beste Methode. Dann das System abschalten und nicht wieder anstellen. Das sind zwei ganz normale Dinge des täglichen Lebens. Ruhe bewahren, den Computer abstellen. Und dann rufe ich die Experten aus meinem Netzwerk. Welchen Experten rufe ich denn zuerst an? Sonntags morgens, 9 Uhr, mein IT-Dienstleister nicht da ist. Welchen Anwalt nehme ich mir denn, der mir sagt, wie ich mich gegenüber den Landesdatenschutzbehörden zu... Also ich muss mein Netzwerk aufgebaut haben, wie ich es sonst auch habe. Und ehrlich gesagt, bin zwar Versicherer, aber der Versicherer ist 365 Tage 24/7 da und das Ganze muss ja auch bezahlt werden, denn er organisiert diesen Schaden ja. Es ist ein Schaden, wie jeder andere Schaden auch, der organisiert werden muss. Über das Thema Versicherung, wie wir es dann abwickeln, sprechen wir gleich. Die nächste Frage ist das und jetzt würde ich aber erst nochmal über diesen Vertrauensverlust, die Rufschädigung, hast du vorhin schon angesprochen. In dem Moment, wo mir das passiert, muss ich nur nicht nur Polizei und so weiter in Kenntnis setzen, sondern wen noch, damit die Rufschädigung möglichst gering bleibt. Also die DSGVO und letztendlich, wir reden über eine Informationssicherheitsverletzung. Ein Cyberhack ist im Grunde nach eine Informationssicherheitsverletzung. Die Informationssicherheitsverletzung ist in der Datenschutzgrundverordnung geregelt. Ob es eine Netzwerksicherheitsverletzung ist, eine Datenschutzverletzung oder noch viel schlimmer, eine Datenvertraulichkeitsverletzung. Das heißt, ob personenbezogene Daten geklaut, entwendet wurden und beim Dritten Fremden sind. Dann weiß ich oder ich muss es wissen, ich weiß ja auch, wie meine Steuererklärung abzugeben habe, meine Bilanz. Ich muss innerhalb von 72 Stunden den Landesdatenschutzbeauftragten informieren. Und jetzt kommt ja das größte Problem. Wie informiere ich den? Wer ist der Fachanwalt für IT-Recht, der mir genau sagt, wie ich das zu machen habe, damit ich keinen Fehler begehe und der Schaden für mich noch größer wird? Denn ein Problem habe ich immer. Der Bußgeldbescheid rollt auf jeden Fall auf mich zu. Und wenn ich mich jetzt noch bescheuert dabei einstelle, ich sage es ganz deutlich, wird der Bußgeldbescheid deswegen noch höher, weil ich vorher noch vieles falsch gemacht habe. Ich muss mir angucken, wie groß ist der Schaden. Sind personenbezogene Daten entwendet worden? Das heißt, von einem Mehrfamilienhaus, einem Zehnfamilienhaus, wo ich mittlerweile weiß, weil die Adressen der ganzen Eigentümer sind, weil ich ja die unterschiedlichen Ansprüche gelten. Das heißt, wenn ein Schaden da ist, muss ich Ruhe bewahren, Stecker ziehen und meinen Notfallplan ziehen, um dann vernünftig vorzugehen. Eine Frage noch zu Geschäftspartnern und Kunden. Sollten die auch alle informiert werden? Vorausgesetzt, ich kann die noch informieren. Kann ja sein, dass ich eh keinen mehr erreiche. Ja, ich muss letztendlich muss ich personenbezogene Daten muss ich per Einschreiben sogar informieren. Ich muss jeden Datensatz, über den ich nicht weiß, ob er geklaut wurde oder nicht geklaut wurde, also optisch geklaut wurde, nicht haptisch geklaut wurde, muss ich per Einschreiben informieren, dass dieser Datensatz mir entwendet wurde. Letztendlich mal eben kurz dazu. Ich bin vom Opfer, bin ich zum Täter geworden. Mhm.
Denn ich bin für die Sicherheit meiner Daten zuständig. Du hackst mich, aber ich bin der Täter, weil ich auf einmal nämlich meine Daten verloren habe über dich. Sprechen wir jetzt mal über den Ausfall, Betriebsstillstand, Folgekosten, ja. Datenwiederherstellung. Und dann zahle ich das Ganze auch noch. Kann man das versichern? Ja. Wobei der Irrglaube ist, dass die Betriebsunterbrechung das schlimmste Problem ist. Das ist natürlich doof, wenn ein Betrieb stillsteht. Aber ich sag mal so rum gesagt, wenn ich weiß, dass mein Betrieb länger als 3-4 Wochen stillsteht, dann kann ich ihn ja sowieso abschließen. Die Betriebsunterbrechung ist gar nicht das größte Problem. Das größte Problem ist, dass ich erstmal feststellen muss, was ist es für ein Schaden? Ich brauche also einen Forensiker, der wahnsinnig teuer ist, weil die wachsen ja nicht überall auf den Bäumen und die Schäden werden immer mehr. Also gibt es gar nicht so viele Forensiker wie vor 2-3 Jahren noch, die zur Verfügung standen. Dann muss ich den Schaden feststellen, ich muss den Schaden beheben, ich muss alle informieren, ich muss gucken, was sonst drumherum noch passiert ist. Und jetzt kommt es, der Versicherer zahlt mir meinen ganzen Schaden. Ich referiere in der 2. Jahreshälfte mit Cem zusammen unter einem ganz interessanten Aspekt, vom Sinn und Zweck einen Schaden nicht entstehen zu lassen. Und wir gehen einfach die These mal raus. Wir nehmen mal an, der Versicherer reguliert alles zu 100%. Wie viel Schaden bleibt bei mir noch übrig? Der Bußgeldbescheid? Eventuell die Haftung nach § 43 GmbH-Gesetz, vielleicht die Insolvenz, der Reputationsschaden und jeder, der weiß, bei dem schon mal eingebrochen wurde, was da ein psychologischer Schaden hinterbleibt. Das heißt, selbst wenn wir alles richtig machen, ist es doch viel sinnvoller, einen Schaden nicht entstehen zu lassen. Das heißt, das wäre jetzt meine Abschlussfrage. Wie mache ich das? Welche Handlungsempfehlung gibst du da an die Handwerker? Welche Handlungsempfehlung gebe ich da? Ich muss erstmal als Chef wissen, oder ich sage so, der Chef macht IT zur Chefsache und nicht zu einem Dritten. Der Chef, auch wenn er keine Ahnung davon hat oder keine Ahnung davon haben will, so muss er es genauso kontrollieren wie seine Rechnungseingänge, Rechnungsausgänge, seine Angebote, die Nachkalkulation. Also muss ich letztendlich meine IT auch kontrollieren. Heißt letztendlich, ich bin selbst genauso ein Problemfall wie meine Mitarbeiter. Ich schule, was ganz interessant und wichtig ist, weil man kann mittlerweile kausale Zusammenhänge herstellen zwischen der Softwareaktualisierung, wie Cem sie angesprochen hat. Beispielhaft letztes Jahr im März war Microsoft Exchange, wurde nicht die Softwareaktualisierung durchgeführt. Danach sind enorme Schäden entstanden. Also heißt, ich kann vorbeugen, indem ich sage, Mitarbeiterschulung und Trainings ist das alles Wichtigste und ich gehe einfach hin und lasse meine IT von meinem IT-Dienstleister, von einem dritten, fremden, objektiven überprüfen. Schlussfrage jetzt aber endgültig. Reinhard, das ist ja, wenn ich das versichern lasse, das sind nochmal zusätzliche Kosten, aber du sagst, das lohnt sich für jeden Handwerker, weil die Frage ist nicht, das wäre meine Schlussfrage, ob, sondern wann. Es wird früher oder später jeden treffen? Ja, ich bin im 29. Jahr unterwegs, ich bin grauhaarig, bin ein bisschen älter, also schon irgendwo in den 50ern unterwegs. Ich mache das im 29. Jahr und in 29 Jahren hat noch nie ein Kunde danach gefragt, im Schadensfall, wie hoch ist meine Versicherungsprämie? Der hat mich eigentlich immer nur gefragt, bin ich versichert oder bin ich nicht versichert. Ich mache mir Gedanken dazu, ob eine Leasingprämie, ich bin selbst ein Freund sicherlich von schönen Autos, kann alles sein. Ich mache mir keine Frage, wie hoch ist die Leasingprämie eines Autos. Ich mache mir aber die Frage teilweise über Versicherungsschutz. Ich mache, heißt nicht, dass Versicherung immer heißt, ich muss mich versichern. Heißt einfach auch mir mal Gedanken dazu zu machen, ist es vielleicht sinnvoller, etwas zu organisieren, einen Schaden nicht entstehen zu lassen. Wenn es dann doch zum Schaden kommt, sollte ich immer das Geld in die Hand nehmen, wenn ich weiß nicht, welche Handwerksbetrieb oder welche Großindustrien da in der Lage sind, alles aus ihren Bilanzen immer zu bezahlen. Also für mich, und lassen Sie das einfach mal rechnen, egal bei welcher Gesellschaft, aber einfach mal eine Cyberversicherung rechnen lassen, das kann überhaupt nicht das Problem sein, mit Sicherheit nicht. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Reinhard Budke-Homburg, für diesen spannenden Vortrag. Reinhard, danke schön. Gerne.